Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Athenern. Ja, in der jetzigen Folge versuchen wir natürlich weiter, den parthischen Verbündeten hier Meroe zu vernichten. Gleichzeitig versuchen wir auch Parthien zu vernichten, weil die uns halt nicht das gegeben haben, was wir haben wollten. Dann kriegt man mit mir erstmal Stress. Mach, Ich mach, erwarte mach. eure Befehle. Soll ich nicht weiter stören, das klappt ja ganz gut alles. Nächste Runde ist Niemand will Kyrene dran. entkommen. Da ist auch bald noch Lepkis dran. Ich erwarte eure Befehle. Oh yeah. So. Wobei, ich überlege jetzt gerade mal hier. Ja. Es lohnt sich eigentlich nicht. Errichtet eine Blockade! Blockade wird aufgestellt! Errichtet eine Blockade! Ja, ziehen wir jetzt erstmal zurück. Ist ja nicht Es schlimm. ist eine Ehre zu dienen. Dann schnappen wir uns mal hier um die Seeschlangen. Jetzt mal darum. Legt euch ins Zeug, Männer! Gibt es nichts weiteres? Zur Wache! So, stellen wir hier mal zur Wache. Gut, und dann wollen wir jetzt die Runde beenden. Und nein, wir haben jetzt noch ein paar Upgrades, die wir treffen müssen. Bei Spejo. Massenvergiftung natürlich. Clown des Okeanos. Wollen wir verbessern. Wo ist jetzt Kommandant? Okay, ich ziehe einfach mal verräterische Patrizier. Die Feuer des Hephaestus. Kriegen wir ein bisschen Kommandanten, oder? Nein, Barmherzigkeit verbessert. Bei dir gibt es Kommandantenfähigkeit und. Berittener Überläufer. Germanische Geliebte plus 1 Gravitas pro Runde. Ui. Gut, dann wollen wir jetzt aber die Runde beenden. Mal sehen, wie der Rückschlag der Parther aussieht. Also die sind ja jetzt gerade nicht in der Position, mit mir Krieg zu führen. Hab ich ja gesehen. Die Baktrier sind die einzigen, die wirklich in der Lage sind, mir jetzt übel zuzutun. Aber ich habe eine Armee dort in der Nähe. Und rekrutiere gerade eine zweite, um dort zu unterstützen. Nein, sie haben eine Flotte, die mich. Okay, gut. Das ist ein Argument. Mit Elefanten sogar. Ui, heftig. Heftig, heftig. Da kann ich nichts machen. Nein. Okay, das ist ein geschickter Schachzug gewesen von denen. Habe ich die Pater gerade unterschätzt. Aber die Elefanten haben ausgelöscht, das ist eine super Sache. Typische Söhne. Elefanten. Bogenschützen. So schnell lasse ich mich nicht laufen. Meine Armee ist auch bald bereit, dann können wir auch dort wieder angreifen. Ich dass ich Ephesus krallen konnte. Ohne offene Schlacht gegen Partien habe ich eigentlich Angst vor. Die Hornasserei mit ihrem berittenen Bogenschützen. Bin ich mal gespannt. Mein Herr erwartet, dass ihr es für angemessen haltet, seine Schatzkammer um eine geringe Summe. Na, ich. Kehrt ein Königtum, dann wäre ich da zufrieden gewesen. Aber nein, ihr wollt ja nicht. Also werde ich mich jetzt um Libyen kümmern müssen. Wir bitten demütig um eine einzige bescheidene Spende, um unserem Volk in. Wir bitten demütig um eine einzige bescheidene Spende, um unserem Volk in einer dunklen. Es ist trotzdem eine gute Hilfe. Wenn ich jetzt leider ja sagen müssen für dieses Geld. Es ist erstaunlich, dass wir dann den Teamkollegen von denen quasi. Stechen konnten, fast. Die haben mir einer meiner Industrieprovinzen gerade genommen, wie ich sehe. Das ist scheiße. Zu euren Diensten.
So. Müssen wir uns jetzt bewegen. Da kamen sie an eine Stelle, wo ich nicht mitgerechnet habe, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine Ehre zu dienen. Errichtet eine Blockade! Blockade wird aufgestellt. So, Blockade. Es ist eine Ehre zu dienen. Legt euch hin. Ich erwarte eure Befehle. Ihr Hund. Jetzt greifen wir die Hunde an. Die Hunde könnten gut helfen. Armee. So. Meinetwegen Aquädukt. Einen davon. Abreißen. Realistische große Stadt. So. Dann ist jetzt Thapsus. So. Jetzt die nächste Position. Die Region erstmal noch. Ich erwarte eure Befehle. Den wollen wir jetzt umbauen. Den wollen wir. Den umbauen. Den wollen wir in. Den umbauen. Errichtet eine Blockade! Blockade wird aufgestellt! Ist überhaupt eine Siegchance? Errichtet eine Blockade! Wo war ich in dieser Lage? Errichtet eine Blockade! Die Flotte meldet sich. Gut. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Es ist eine Ehre zu dienen. Kommandant? Ich brauche jetzt hier. Oh. Hoffentlich schaffst du das noch. Schaffst du nicht, schade. Ich erwarte eure Befehle. Mein Schwert gehört euch. Verdient zu euren die Schilde. Bereit zum Kampf. So, jetzt greifen wir mal Diospolis ein. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. So. Die nächste Stadt unter Kontrolle. Zu euren Diensten. So, Memphis. Bombo. Hier auch eins. Ihr Hunger nach. Die Siedlung ist verlagert. So, fliehen wir jetzt wieder. Habt ihr noch weitere Befehle? Schneller, ihr Verfluchten! Was? War das alles? Beeilt euch, Männer! So, okay, hier wird wohl die andere Armee zum Einsatz kommen. Ich erwarte eure Befehle. Wer fürs erst erobert hatte. Gut, die Türme jetzt. So. Einzige Ausnahme ist, ich könnte es mir jetzt auch dazu, indem ich es jetzt zum Klientenkönigtum mache, dann ziehe ich es auch gleichzeitig den Partnern weg. Wird mir eine Menge helfen. Ich erwarte eure Befehle. Seefahrer-Tradition, super. Guck mal, Diplomatie, was sie dazu sagen wollen. Ehe ihr zu reden beginnt, lasst mich sagen, dass ich ein Amulett.
So. Ehe ihr zu reden beginnt, lasst mich sagen. Seid gegrüßt, wohl oder übel. So sprecht er und sagt etwas. Ist kein weiteres Interesse mit Frieden. Zu euren Diensten. Werden wir uns hier drum kümmern müssen. Was ist mal hier an? Ist nicht schlecht. Die Sonne ist auch recht gut. So, schon eine Hatra. Ich hatte noch Seleuk, ja. Du willst die nächste Region. So. Weg ist auch die nächste parthische Stadt. Ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten. Ich würde fast sagen, dass sie bis jetzt mehr Verluste gemacht haben als ich. Oh ja, haben sie. Zacker ist zwar angreifbar, aber unwusste ich nicht. Gut, aber jetzt müssen wir die Armee hier drüben abziehen, fällt mir ein. Mal ein Gewaltmarsch hier hinten. Helft mal bei Armavir aus und dann können wir von Armavir aus uns Zacker holen. Oh yeah. Die haben momentan am meisten verloren hier. Gut, dann wollen wir mal die Runde beenden, oder? Nein, die Rache von Atlantis gibt noch was. Hier für dich. Ach, ich kann auch erlassen, das stimmt ja. Ach, ich dummerle. Wo machen wir den denn jetzt? Machen wir einfach mal wieder in Makedonien rein. Wie früher, wie in den guten alten Zeiten. Ach, die haben wir schon. Mist. Kann ich doch nicht. Will ich die Runde noch beenden? Ah, das war die Armee und der General, die gerade gefragt waren. So, jetzt wird Partien sich Pergamum holen. Ich sehe es schon kommen. Bin mal gespannt, was die jetzt machen. Ja, sage ich doch. Pergamon. Also muss ich die von Nicomedia aus abfangen. Da ist der Vormarsch wenigstens ein bisschen gestoppt. Ah, ich müsste so ein Kriegsziel festlegen. Fällt mir gerade ein. Machen wir mal schnell. Ob Libyen was macht, ansonsten können wir die nächste Runde einnehmen eigentlich. Oh, die gallische Konföderation hat sich gewandelt. Hier hat sich die Naverne dann angeschlossen. Okay. Wollen wir die mal schnell auslöschen. So, weg ist die Armee. Sofort! Erfüllt eure Pflicht, Männer! Das erklärt auch die ganzen Flotten hier drüben. Die auf einmal hier rumschwirren. So, jetzt geht's hier rüber. Wie kann ich euch dienlich sein? Niemand wird meine Anwesenheit bemerken.
Kyrenaika ist da. Wir hungern nach einer Schlacht. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt die Flotte dazu schicke? Drei Flotten liegen einem im Grunde. Der Weg voraus ist versperrt. Legt euch ins Zeug, Männer! Eure Befehle, doch keine wird aufgestellt. Ah. So, Libyen ist vernichtet. Wir schnappen uns jetzt Lepkis. Coole Sache. Niederreißen. Ich erwarte eure Befehle. So, jetzt müssen wir uns noch Asien wiederholen und oh mein Gott, haben wir wenig Geld. Bauen wir mal hier. Jetzt ist schon Minus. Mein Vorteil ist, dass ich so viel Geld noch habe. Oh nein, einfach mal hoch. Wir hungern nach einer Schlacht. Zu euren Diensten. Rückt vor. Jetzt müssen wir überlegen, jetzt müssen wir Söldner abbauen. Die könnten wir hier drüben ruhig abbauen. Söldner kosten ja am meisten. Stört es ein wenig. Ah, die Kelten ärgert es mich schon ein bisschen, aber okay. So, jetzt haben wir wenigstens wieder Plus. Wenigstens wieder Plus. So. Stand uns die jetzt hier? Wir hungern nach einer Schlacht. So, wie schnappen wir uns jetzt hier? Die ägyptischen Rebellen. In Bewegung. Ich find's schade, dass sie halt nicht anbieten kann, ihm eine Stadt zu übernehmen. Das war ja früher gute Verbündete. Jetzt müssen wir ein Kriegsziel festlegen und zwar machen wir das einfach mal hier drüben im Zentrum von denen. So, meine Armee hier drüben bewegen wir auch weiter. Oh. So, jetzt aber. Verbessern. Sohn des Asages. Kommandant! So, jetzt müssen wir hier drüben Söldner rekrutieren. Liegen wir dran, Söldner? Nee, habe ich nicht. Brauche ich nicht. Was brauch ich? Ich brauche Fernkampf. Ich brauche Kavallerie. Wollen wir mal anheuern. Nächste Runde sowieso nicht weiter. So, dann muss ich dafür sorgen, meine Flotte abziehen zu können. Also muss ich Kyrenaika vorher besiegen. Habe ich die noch irgendwo in der Armee, die ich abziehen? Ja, habe ich doch. Ah. Kann ich euch bloß vergessen, meine Freunde. Euch brauche ich noch zur Unterstützung. Oh, ich brich nach Nicomedia. Golden, erfahrene Bogenschützen. Gute Leinpanzer-Schwertkämpfer, gute Kavallerie. Aber eine gute Armee. Die bereit ist, weiterzukämpfen. So. Was machen wir mit dir? Mit dir holen wir uns jetzt Gazaka wahrscheinlich. Nimm mich stark an. Wir haben ja die Möglichkeit. Wie eingesperrte Hunde. Wie groß bin ich jetzt eigentlich schon? 91 Provinzen, ey, heftig. Gut, wollen wir mal die Runde beenden. Nein, Dionysios bekommt noch ein Update. Hier ist ein gutes Flottenmanöver. Ah, super, jetzt kann ich die Flotte abziehen. Ach, geile Sache. Das ist nur die Frage, was ist schlauer? Also die Flotte hier werde ich definitiv dann nach...
da ist eine Armee. Toll. Euch werde ich nach hier drüben bringen. Ihr seid zuerst da. So. Ich erwarte eure Befehle. So. Also, er wird auf definitiv zu Nicomedia gehen wollen, wahrscheinlich, nehme ich an. Bin ich ja noch da. Armee wird dadurch ein bisschen geschwächt, eventuell. Jetzt mal schnell Spionen hier. Stiftung begehen. Sich mal an, beenden Sie die Runde. Eventuell nochmal leicht sabotieren vorher. Das ist eine ganz angenehme Sache. Ah, jetzt habe ich die Armee vergessen hier. Ich Idiot. Die hätte mich nach Markomades gehen können. Genau, ich schicke den nach Markomades. Kann die andere Armee weiterschicken. Wäre keine schlechte Sache. Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein Herr den Krieg zu beenden wünscht. Diesen Wunsch wird er an keinem anderen... Den werde ich jetzt ablehnen. Ich möchte meine Provinz zurückhaben. So. Ja, und er merkt auch langsam, dass ich da jetzt mich schon besser positioniert habe, um Krieg zu führen. Schöne Sache. Oh. Wir greifen gleich nochmal an Markomades. Von daher, die Armee ist da. Ich muss eine neue Flotte rekrutieren. Das fällt mir jetzt dabei ein, wenn ich daran denke. Naja. Am Geld soll es nicht scheitern. Och, ihr wollt mich jetzt wohl verarschen, oder? Ach, die Musik hier. Ihr Hunger nach Brennt nieder, was ihr nicht stehlen könnt. So, hier gibt es jetzt einen Angriff. Die Armee hat sich nicht verschoben, wie ich mitgerechnet habe. Nennt mich nix. Nein, komm, wir gucken einfach erstmal nach, was da überhaupt da ist. Mein Das kann ich schlichtweg nicht tun. So, wir orientieren uns jetzt wieder nach Ephesus. So, jetzt muss ich mein Kriegsschiff hier nochmal neu machen. Neue Flotten brauche ich. 15 Stück. 15 Schiffe. Gut, nehmen wir den hier. Ich erwarte eure Befehle. Und hier einfach mal neue Schiffe. Wir brauchen mehr Schiffe! So, dann haben wir zumindest eine kleine Flotte wieder da. Drüben brauche ich auch wieder eine Flotte, super. Ja. Ich erwarte eure Befehle. So, die werden jetzt hier nicht so schnell rüber marschieren, deswegen. Schicke ich euch hier rüber. Mit dir wollen wir jetzt hier lang rudern. Flotten der Pater auslöschen. Maschine jetzt noch weiter auf Gazaka, fällt mir gerade auf. Erstmal löschen wir die Armee hier drüben aus. So. Frieden. Beeilt euch, Männer! Genau, lasst niemanden am Leben. Das machen wir jetzt auch. Armee vernichtet. Mir fällt gerade ein, ich muss unbedingt den Part beenden, deswegen werde ich mich jetzt gleich von euch verabschieden. Ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal.